Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, heute drei unbekannte Anime oder Anime, die ihr noch nicht kennt. Leute, die Anime könnten sein, dass ihr sie kennt, also bitte hatet mich nicht, wenn ihr sie schon kennt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Anime Nummer 1, Shaika, die Sargprinzessin. In diesem Anime geht es, um ein Mädchen, das heißt Shaika, in einer Welt, wo Magie mit sogenannten Gundams produziert wird, Saboteure herumlaufen und ziemlich viel Magie auf jeden Fall ist. In dieser Welt findet ein epischer Kampf um die Überreste des verstorbenen Kaisers statt. In diesem Kampf lernen wir Shaika, die Prinzessin, näher kennen, was ihre Ziele sind und dass es noch Doppelgängerin gibt. Dieser Anime ist auf jeden Fall ein Muss für alle Fantasy-Fans. Ich glaube, der Anime ist auch noch nicht so bekannt, deswegen ist er hier in der Liste und kostenlos sogar im Internet auf watchbox.de, also könnt ihr mal da vorbeischauen. Und kommen wir nun aber zu den nächsten Anime. 1000 Jahre später sammelt die Dämonin Amira, ohne es zu wissen, Teile zu der Befreiung Bahamuts. Dabei hilft ihr eine Gruppe junger Leute. Auf jeden Fall ein Muss für jeden Fantasy- und Abenteuer-Anime-Fan. So, der nächste Anime, Rage of Bahamut. Ich glaube, den müssten schon mehr kennen. In der magischen Welt namens Mysterica leben Menschen, Götter und Dämonen. Der schwarze, silberne, beflügelte Drache Bahamut drohte einst dieser Welt zu zerstören. Doch die Gruppen taten sich zusammen und besiegten ihn. 2000 Jahre lang. So, der nächste Anime ist Apeggio of Blue Steel. 2039 griff plötzlich eine geheimnisvolle Flotte von Kriegsschiffen die letzten Verteidigung der Menschheit an. Große Teile der Landmassen verschwanden dadurch und die Menschheit sah sich gezwungen, diesen Angriff zu erwidern. Doch die sogenannte Nebelflotte war kaum besiegbar und verlor deswegen kein einziges Schiff. Die Kriegsschiffe und die U-Boote der Nebelflotte. Lernt neue Freunde kennen, neue Crewmitglieder. Ist auf jeden Fall auch ein sehenswerter Anime. Würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Etwa 100 Jahre später bekämpft die Crew des gekaperten U-Boots der Nebelflotte, die IR-401, bekämpft sie. So Leute, das war's mit dem Video. Ich weiß, ich glaube, es ist nicht ganz so gut geworden, aber trotzdem würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich hoffe, die Anime helfen euch weiter und ihr findet noch ein paar schöne Anime, die ihr euch anschauen könnt. Ja, schaut mal bei meinem Partner vorbei, den Mimamushima, und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ciao, Friends, bis dann.